Hallo und herzlich willkommen zum ersten Teil des Delphi Crash Kurs von Delphi Tutorials TK bei YouTube oder von meiner Website www.delphi-tutorials.tk. So, und zwar zeige ich euch jetzt einen Crash Kurs in Delphi, das heißt die Basics, wie man denn anfängt. So, wenn man Delphi startet, könnte es bei einigen jetzt so aussehen. Oder eben halt, es kann auch ganz anders aussehen, dass man das hier nicht alles hat, sondern nur so eine Leiste und hier zwei Sachen. So, und zwar erstmal, was ist denn Delphi überhaupt? Delphi ist eine Programmiersprache, die eben halt vom Pascal abstand, aber doch ein bisschen verändert wurde. Das Super an Delphi ist eben halt, dass es super leicht zu erlernen ist. Aber dass man immer weitermachen kann. Also es gibt keine Grenzen, was man programmieren könnte. Man könnte zum Beispiel 3D-Spiele programmieren. Ja, oder irgendwelche Media-Player, Chat-Anwendungen, sowas wie ICQ, Webbrowser. Ja, einfach sozusagen alles. Hey, jetzt nervt bitte hier nicht rum. So, ja. Und genau jetzt, also ich möchte euch jetzt in dieser Crashkursreihe zeigen, wie ihr denn überhaupt anfangt, wie das denn überhaupt geht. So, wenn ihr noch weitere Fragen zu Delphi habt, wie ihr das bekommt oder ob es eine kostenlose Version gibt oder eine Alternative, könnt ihr einfach auf meine Website gehen. Da geht ihr einfach auf www.delphi-tutorials.tk und dann kommt ihr auf meine Website, genau. So, und da steht das dann eben halt, was man denn eigentlich mit Delphi kann oder wo man das herbekommt. So. Okay, wenn ihr jetzt Delphi habt und bereit seid, dann geht ihr erstmal auf Datei, Neu, VCL-Formularanwendung. Es kann jetzt aber auch sein, dass da nicht VCL-Formularanwendung steht, sondern nur Formularanwendung. Das ist egal. So, wenn wir das jetzt gemacht haben, sehen wir schon viele schöne Sachen, die wir nicht verstehen. Und jetzt möchte ich euch erstmal die Oberfläche zeigen. Also hier haben wir das Standardmenü, das heißt Projekt speichern, unter bearbeiten, also die Standardsachen wie zum Beispiel rückgängig machen oder suchen. Und hier Projekt, Start, das alles Standard. So, dann haben wir hier die Struktur der Anwendung. Das werdet ihr später dann noch einmal sehen. Dann haben wir hier ganz wichtig den Objektinspektor. Da können wir verschiedene Eigenschaften zuweisen. Von dem Formular hier zum Beispiel. Dann haben wir hier die Projektverwaltung. Die könnt ihr erstmal vergessen. Die brauchen wir nicht. Da sehen wir nur eben halt, was denn hier zu unserem Projekt gehört. Zum Beispiel hier unser Code-Dokument und so weiter. Das brauchen wir jetzt aber noch nicht. Dann haben wir hier die Tool-Palette. Die ist auch sehr wichtig. Da können wir nämlich Objekte auf unser Formular ziehen. Und das ist hier der Formular-Designer. So wird dann später unsere Anwendung aussehen. Das können wir jetzt auch einmal testen, indem wir hier auf den Play-Button drücken, auf Start. Dann sehen wir, es startet eine extra Anwendung. Sieht man hier auch unten. Das ist hier Delphi. Und das ist die Anwendung. Und so wird dann später unsere Anwendung aussehen. Also genau hier wie auf dieser Vorlage, nur dass es da eben halt nicht diese Punkte gibt. Denn diese Punkte sind eben halt, damit man so irgendwelche Komponenten hier schön aneinander bauen kann und sehen, ob die auf der gleichen Höhe ist. Also dass man das gleich auf einen Blick sieht. Und das ist eben halt sehr hilfreich und deswegen würde ich das auch nicht deaktivieren. So, jetzt gehen wir so das jetzt noch einmal durch den Kopf gehen. Und wenn ihr das jetzt verstanden habt, dann gehen wir jetzt mal auf Standard und wollen uns einen Button hier hinzufügen. Und zwar gehen wir hier auf die Toolpalette, auf Standard und dann auf T-Button. Den ziehen wir uns jetzt mal hier rauf. So, jetzt haben wir hier einen Button. Den können wir positionieren, wir können den einfach hin und her schieben. Wir können den größer machen. Ja, ich mache ihn. Ich möchte eben wieder den Standard-Button, so. Und wenn wir den hin und her schieben, sehen wir auch schöne Koordinaten. Einmal das, die erste Zahl ist x, ganz normal wie ein Koordinatensystem. Die zweite y.
Und das wird eben halt von der oberen linken Ecke gemessen, weil die ja immer dieselbe Position hat. Wisst ihr, das kann man ja hier verändern. Können wir auch, wir können das jetzt mal so machen. Und jetzt startet unsere Anwendung so. Wir machen das mal so. Dann nehmen wir den Button. Bei neuen Delphi-Versionen hat man hier noch so Striche, damit man genau den Abstand hat. Button. So, ziehen wir uns den mal so rauf. Wenn wir jetzt auf den Button klicken, dann passiert aber noch gar nichts. Das, wenn man hier draufklickt, ist dann das spätere Programmieren. So. Jetzt holen wir uns mal ein Edit. Bei Standard und dann T-Edit. Die Komponenten heißen eigentlich immer T. So, das ziehen wir uns dann hier rauf. Und dann haben wir ein T-Edit. Das passe ich mal eben mit der Position an. Und das Formular auch. So. So sieht jetzt ungefähr unsere Anwendung aus. Ich erkläre einmal kurz das Edit. Das ist eben halt ein ganz normales Textfeld. Da kann man Sachen eingeben. Ja, ganz normal. So, aber was uns gleich ein Dorn im Auge ist, dass hier Edit 1 drin steht und Button 1. Das wollen wir so gar nicht. Also wollen wir jetzt die Einstellung umstellen. Fangen wir erstmal an mit dem Button. Klicken wir einmal den Button 1 an und schon sehen wir, dass im Objektinspektor da jetzt steht Button 1 und dann dahinter, was das für ein Typ ist, also ein T-Button, also sowas. Und dann sehen wir hier ganz viele Einstellungen, die wir auch nicht kapieren, Junge. Dann gehen wir jetzt auf Caption und ändern das mal, denn Caption meint wie die Überschrift. Also die Überschrift des Button, was da denn drauf stehen soll. Schreiben wir jetzt mal Klick mich. Und dann gibt es noch eine Einstellung, die man nicht vergessen sollte, und zwar ist das Name Button 1. Das lassen wir aber erstmal so. Das heißt, wenn wir das jetzt Klick mich nennen, heißt der Button aber nicht Klick mich. Der heißt immer noch Button 1. Das sieht man später aber auch nicht. Und zwar ist Button 1 nur da wichtig darauf, dass wir später beim Programmieren den Code davon ansprechen können. Also Programmieren ist sozusagen, da wechselt man hier die Einstellung von. Aber man hat viel mehr Möglichkeiten als nur das, was hier zur Verfügung ist. Sprich, man sagt dann, der ist Button 1 und irgendwie müssen wir den ja, sagen wir jetzt einfach vom Button 1, würden wir jetzt einfach die Einstellung Caption ändern. So, das werdet ihr später aber nochmal von mir erklärt kriegen. Also Caption können wir erstmal die Überschrift von einer Komponente. Von den meisten jedenfalls. Wenn wir starten, sehen wir, da steht Klick mich. Das gleiche können wir auch vom Formular machen. Da steht auch Caption. Was ist das denn hier? So, Caption. Und da schreiben wir jetzt rein meine erste Anwendung. So. Wir können die auch noch der Größe. Das Einzige ist, wir können die noch hier von der Größe und alles anpassen. So, aber ja, das wird ganz später mal behandelt. So, jetzt wollen wir aber auch, dass da beim Edit nicht Edit 1 drin steht. Hier gibt's aber kein Caption von. Sondern bei Sachen, wo man was eingeben muss, da gibt es die Einstellung Text. Und da steht jetzt Edit 1 drin. Das machen wir mal. Ändern wir mal um in. Ja, ich würde mal sagen, das lassen wir einfach zu nichts. So, das ist jetzt unsere Anwendung. Funktioniert doch schon mal prima. Es kann sein, dass wenn ihr jetzt, egal ob jetzt Windows XP, Windows Vista, Windows 7, wenn es schon Windows 8 gibt, habt, es kann sein, dass ihr die alten Komponenten habt, also dass ihr jetzt die unschönen Button habt, als würdet ihr jetzt einfach die visuellen Styles von Windows deaktivieren. Also, dass das dann so aussieht wie Windows 95 bis 2000. Bei alten Delphi-Versionen ist das dann so, dass man da noch ein, wo war das bei Win 32, ein TXP-Manifest hinzufügen müsst. Ihr nehmt das einfach und zieht das hier rauf.
Dann sieht man da so XP, bla bla bla. Wenn man abspielt, sieht man es aber nicht. Also das ist eigentlich das ist unsichtbar sozusagen. Das braucht ihr aber nicht. Jedenfalls nicht bei neuen Delphi-Versionen. Da ist das alles automatisch. So, ich hoffe, ich habe euch jetzt erstmal nicht verwirrt. So, also, was wir jetzt bis jetzt gelernt haben, wir können hier vom Komponenten, können wir einfach raufziehen, Button oder Edits. Und über Caption können wir die Schrift da drin, ja, hier die Überschrift ändern. Was ist das denn hier überhaupt? So, okay. Ich glaube mal, fangen wir jetzt mal an zu programmieren. Und zwar klicken wir mal nur mit einem Klick auf den Button. Da sind wir jetzt wieder im Objektinspektor, sehen wir ganz normal die Eigenschaften. Da die Eigenschaften. Jetzt gibt es aber noch die Ereignisse. Oh, da sehen wir auch schon ganz viele englische Fachbegriffe. So, die sich aber sehr leicht erklären lassen. Und zwar ist das so in Delphi, wenn jetzt irgendwas mit der Komponente passiert, wenn man zum Beispiel draufklickt oder mit der Maus nur mal darüber geht, dass er dann eine Prozedur, also einen Ablauf startet. Und zwar gucken wir uns das an, das mit Action brauchen wir nicht. Und zwar gleich das erste, On-Click. On-Click, das heißt ganz normal, wenn man darauf klickt. Also wenn ich jetzt einmal so hier raufklicke, dann wird dieser Programmablauf gestartet. Und den Rest, ja, das könnte man sich auch On-Mouse-Move, wenn sich darauf die Maus bewegt. Aber das brauchen wir noch nicht. Das heißt, entweder machen wir jetzt einen Doppelklick auf den Button oder wir gehen hier auf On-Click. Ich mache jetzt aber einen Doppelklick auf den Button. Oh, verdammt, wo sind wir jetzt denn? Jetzt sind wir im Code von der Anwendung. Das sieht erstmal ziemlich kompliziert aus. Im Code können wir jetzt einfach bei alten Delphi-Versionen kann man das so hin und her schieben. Gibt es extra ein Code-Fenster und ein Formularfenster. Bei den neuen gibt es dann hier sowas, da sieht man Code. Design, da kann man so hin und her wechseln oder man drückt F12. Das funktioniert auch bei jeder Anwendung von Delphi. Bis jetzt. So, da sehen wir jetzt T-Form 1, Button 1, also so wie der Button hier heißt. Bla bla bla. Button 1, Klick. Das heißt, wenn man darauf klickt. Und dann hier sieht man Prozedur, also eine Prozedur, also ein Ablauf. Das ist hier erstmal unwichtig. Und dann sehen wir hier Beginn bis End. Also zwischen diesen beiden Wörtern wird das eben halt ausgeführt. So, und jetzt wollen wir, dass vom Edit der Text geändert wird in Hallo Welt. Also, dass das Programm in den Objektinspektor geht und dann auf Text und dann einfach schreibt Hallo Welt. Und zwar das in Welt richtig geschrieben. Und das in einer Geschwindigkeit von unter einer Millisekunde. Okay. Also, dass man einfach auf das Edit 1 geht und dann auf die Eigenschaft Text und die dann ändert. So, und das zeige ich euch jetzt, wie das geht. Wir gehen wieder in den Code rein und dann schreiben wir jetzt hin. Wir wissen ja, wie die Komponente heißt. Und zwar die heißt Edit 1. Dann gehen wir jetzt rein Edit 1 Punkt. So. Jetzt sehen wir hier ziemlich viele Sachen, die wir zuweisen können. Nicht nur diese Eigenschaften, sondern noch wesentlich mehr. Jetzt schreiben wir hin Edit 1 Punkt Text. So, das ist jetzt unser Text. Ja, aber wie weisen wir den zu? Mit einem Pfeil? Mit einem Gleich? Nee, ganz einfach, mit einem Doppelpunkt Gleich. So, und zwar jetzt ein Doppelpunkt Gleich. Das ist wichtig. Also Doppelpunkt gleich ist immer, wenn man was ändert, wenn man was zuweist. Jetzt nehmen wir das Zeichen neben der Enter-Taste. Das heißt, wenn man umschalten, also diesen Pfeil nach oben und dann hier die Raute drückt, dann kommt da so ein schöner Strich nach oben. Also neben den Add-Taste einfach mit umschalten, dass ihr die alle findet. Und jetzt schreiben wir da rein, Hallo Welt. Wieder das Zeichen nach oben, das heißt, dass zwischen diesen beiden Zeichen ist unser Text, den wir da reinschreiben wollen. Ja, und das war's schon ziemlich. Aber jetzt kommt noch eine Sache, die ihr nie vergessen dürft, und zwar ein Semikolon.
Immer wenn ihr eine Codezeile abgeschlossen habt, kommt ein Semikolon. Das heißt, damit ist das fertig. So, also Edit 1 die Kategorie. Ach, hier muss ich auch sehen. Edit 1 die Kategorie Text wird geändert, also zugewiesen, zu Hallo Welt. Mehr ist das nicht, wenn man auf den Button klickt. Jetzt starten wir das mal und wir klicken auf den Button. Hallo Welt. Wow, das war gerade unser erster Code. Wie lange habe ich jetzt schon aufgenommen? 15 Minuten. Und ich glaube, das lasse ich jetzt erstmal für das erste Tutorial gelten. Für das erste Crashkurs-Tutorial. Also so weisen wir ein... Ich glaube, ich nenne das nicht mal Crashkurs, weil es ja eigentlich... Doch, nenne ich. Crashkurs, okay. Also so weist ihr einer Komponente eigene Eigenschaft zu. So, nee, wir machen jetzt noch ein klein bisschen mehr. Und zwar, wir müssen also nur den Namen der Komponente nennen, einen Punkt und dann können wir die Eigenschaften. Also wollen wir jetzt zum Beispiel von den Button Caption ändern. So, und wie machen wir das jetzt? Einmal kurz überlegen. Richtig! Ja, nein. Keine Ahnung. Jedenfalls nicht wie in so einer Kindersendung. Welche Farbe hat der Luftballon? Siehst du ihn? Stille. Ja, da hinten ist er. Richtig. Okay, jedenfalls. Okay. So. Und wir wissen, dass der Name von Button, von unserem Klick mich Button, Button 1 ist. Das steht ja hier. Und jetzt wollen wir einfach die Eigenschaft Caption ändern. Das heißt, Button 1. Caption Doppelpunkt gleich. Und jetzt danke. Semikolon. Wieder so. Diese Striche und das Semikolon nicht vergessen. Das heißt. Blob. Danke. Und da der. Also hier ist der Anfang und dann führt er das von oben Zeile für Zeile führt das Programm eben halt aus. So. Jetzt wollen wir das speichern. Muss mal eben kurz gucken. Tutorials. Mache ich mal eben einen Ordner. Ein Ordner. Crashkurs. Noch ein Ordner. Tutorial 1. Oder minus 1. So. Und jetzt will ich das hier drin gespeichert haben. Das heißt, wir gehen auf die Delphi, auf Datei. Und jetzt ist wichtig, Projekt speichern unter. Jetzt gehen wir auf unseren Ordner. Tutorials, Crashkurs. So, jetzt fragt er, wie er diesen Code nennen soll. Also unser Code-Dokument. Hier unser... Ja, sozusagen unser Codetext. Unit 1 nennt er das jetzt. Und Datei.pass, also PAS. Das lassen wir einfach mal so. Und jetzt fragt er, wie er unser Projekt nennen soll. Projekt 1. Nee, das wollen wir aber nicht. Wir wollen das jetzt. Wie nennt man sowas denn? Der Anfang, ja, nein, nicht zu lang, sondern einfach mal meine. Anwendung. So, jetzt gehen wir auf unseren Ordner. Oh nö. Also, meine Anwendung ist ein schlechter Name. Nennen wir das mal erstmal Tutorial. Tutorial. Guter Name, kurz, ein Wort. Ein Wort ist wichtig, zusammen. Nicht zu lang. Ein Wort. Ein Wort. Das speichern wir und schon sehen wir in unserem Ordner, haben wir hier Tutorial, das ist die Delphi-Projektdatei, die öffnen wir einfach mit Delphi. Dann haben wir hier so kleine Zwischendateien und unser Code, einmal hier unser Formular. Das ist das hier, wie das hier aussieht. Und dann einmal der Quelltext, also den hier. Das heißt, wir können jetzt einmal Delphi alles schließen, also Start alles schließen, dann habt ihr die Anwendung geschlossen.
Dann habt ihr euer Projekt geschlossen. Ich kann das jetzt auch nochmal schließen und neu starten mit. Und aber jetzt sehen wir, wir haben hier gar nichts. Unser Freund soll das auch sehen. Aber der hat ja hier gar nichts zum Ausführen. Wir können das ja nur mit Delphi öffnen erstmal. Das heißt, wir gehen auf Datei, Projekt öffnen, was ja ein Projekt ist. Dann gehen wir auf Desktop. Auch MBS noch nicht. Desktop. Tutorials. Crashkurs. Und dann sehen wir hier unsere Projektdateien. Das ist übrigens egal, welche wir öffnen. So. Dann haben wir die wieder. Blob. Danke. So, aber jetzt wollen wir, dass unser Freund, der kein Delphi hat, das auch öffnen kann. Ja, super. Deswegen wollen wir jetzt eine Exe-Datei. Und zwar wir. Ja, sie sollte jetzt eigentlich noch gar nicht hier sein, die hier. Lösche ich die mal eben. So, und zwar gehen wir dann auf Projekt. Jetzt ist es wichtig. Tutorial, also wie unser Projekt heißt, Tutorial komprimieren. Das macht ihr als erstes. Und dann geht ihr nochmal auf Projekt, Tutorial erzeugen. Also einmal komprimieren und erzeugen. Und schon habt ihr hier eine Anwendung. Die können wir jetzt, können wir auch hier Delphi beenden. Ohne Delphi, euer Freund, die Datei, öffnet die einfach mal und schon habt ihr eure Anwendung. Ganz normale Exe-Anwendung hier, Eigenschaften, Anwendung Exe. Ihr könnt auch, und wenn ihr jetzt eine Datei irgendjemand senden wollt, kopiert er einfach nur die Datei. Aus, ja, einfach nur die Datei, erstmal nur. Und dann einfügen und dann habt ihr hier eure Anwendung. Doppelklick drauf und ihr habt sie. Das heißt, ihr brauche ich nicht hier. Das heißt, ihr braucht nicht die Dateien, die anderen hier. Das sind nur die Source Code, also für euer Code die Dateien. Seht auch, die sind wesentlich kleiner als die Anwendung an sich. Ja. Und ich glaube, wir haben heute sehr viel gelernt. Also, ich werde das jetzt einmal noch kurz wiederholen. Tutorial. Wir haben gelernt, wie wir einen Button rauf auf das Formular. Wir können das bearbeiten, Höhe, Breite. Wir können ein Edit drauf machen. Wir können schon programmieren. Und zwar können wir jede Eigenschaft, die wir hier haben, ändern, wenn wir das unbedingt wollen. Obwohl Zahlen jetzt noch nicht. Das zeige ich noch später. Ich glaube, mache ich im nächsten Tutorial. Oder übernächsten werde ich noch genug machen und ja, dann bedanke ich mich mal fürs Zusehen und wenn euch das gefallen hat, Daumen hoch oder abonnieren würde mich noch mehr freuen. Ja, und dann bis zum nächsten Mal.